Dieses, wer bleibt wirklich? Oder sind das nicht einfach Leute, die von einem zum nächsten Hype irgendwie springen? Ne? Und ja. Also ich kann mich erinnern, wo war das, als dieser Mero-Hype war, kann mich erinnern, meine Nichte kam auf mich zu und hatte gesagt, die ist auch damals, war sie 12, heute ist sie 14 oder wird 14. Und die sagte auch, boah, voll super, super, super. Und so nach keinem halben Jahr so, nee, die hört schon keiner mehr. So, ja, das ist dann schon, wo du denkst, wow. Ja. So, also ich kann mich erinnern, als wir 12, 13 waren, haben wir den Typen dann immer noch gehört. So, dann wolltest du Snoop immer noch hören. Überleg mal, ich feiere bis heute Tupac. Ja, 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 absolut. Und man hat irgendwann mit 13, 14 beschlossen, das finde ich geil, das ist meine Musik, das inspiriert mich. Und irgendwo ist es bis heute so, wenn ich das anmache im Auto, es inspiriert mich immer noch. Ich finde es immer noch geil. Ja, ja, weil auch vieles... Man fährt sich vielleicht nicht diesen extremen Kinderzimmer-Trip von früher oder so, dass man jetzt so jeden Song irgendwie auswendig mitsingen muss oder sowas, aber man findet es immer noch cool. Ja, ja, man auf, kann auf, sich immer noch damit identifizieren. Absolut. Und das ist genau das, was den Kids heute, glaube ich, auch fehlt. Eine Identifikationsfigur, die auch nicht mehr da ist. So, man hat das Gefühl, dass diese Kids ein bisschen verloren sind. Auch die Rapper, die das repräsentieren das auch. Also wenn ich so ein Capital Bra sehe, dann sehe ich nur einen, der wirklich nur irgendeinen Scheiß herlabert. Und das war's dann auch so. Und dann Neymar und Benzema und ja, und dann, und er macht riesen viel Klicks, aber ich gebe dir Brief und Siegel, wenn der Typ 2 Jahre nicht auf der Bühne ist, juckt es keinen mehr, wer das ist. Und das ist auch die Gefahr bei den meistens, dass sie wirklich. Es ist halt alles irgendwo verzichtbar, ne? Also so irgendwie. Hart, aber stimmt. Einem wirklich fehlen, wenn es nicht da wäre oder gäbe es nicht die Möglichkeit, dass es nicht einfach irgendeinen anderen gibt, der es dann doch noch ein bisschen besser macht oder so, ja? Also der Einzige, auch wenn du den nicht feierst, der Einzige, den ich da jetzt so, der neu ist und der, finde ich, so ein bisschen anders ist da in diesem Game, ist halt für mich Apache. So, weil der halt irgendwo seinen eigenen Stil hat, der sich doch noch einmal von dem der anderen unterscheidet, definitiv. Also Apache, wie gesagt, ich als DJ gucke immer drauf, wie lange sind die nach 2, 3 Jahren immer noch da. Das ist erstmal das A und O für mich. Wenn sie nach 2, 3 Jahren immer noch solche Hits bringen, dann kannst du davon ausgehen, der Typ ist auch ein Künstler. Das weißt du dann auch. Dann siehst du auch, dass der Typ auch will, dass der Typ sich verändern möchte, dass er auch einen eigenen Stil hat und dass er versucht, sich... Aber der muss auch sagen, Capital Bra ist ein Künstler. Der Capital Bra ist ein guter Vermarktungsmensch geworden. Der hat einfach jahrelang Songs gemacht, eins nach dem anderen. Ich behaupte mal, wie gesagt, er war ja schon sehr erfolgreich wie damals schon. Weiß ich nicht. Ja? Mhm. Gute Frage. Müsste ich mal gucken. Also ich müsste da jetzt lügen. Aber ja, aber vielleicht bin ich da auch da einer, der einfach diesen Menschen nicht respektieren kann, weil er einfach seine scheiß Mucke macht. So. Benzema? Neymar. aber ja, wobei, das geht mir aber mit vielen so, ja. Also Apache würde ich sagen, gib ihm mal 2, 3 Jahre. Wenn er immer noch da ist und immer noch coole Songs macht, weil die Songs klingen ja erstmal nicht schlecht per se, ja. Und da kann man sagen, der Typ ist ein Künstler und alles andere ist halt immer schwierig. Ja, mal gucken. Und auf dein Argument mit Capi. Ich meine, den gibt es auch schon sehr lange, aber Capital Bra ist halt einfach die, wie soll man das erklären, so, das ist halt, es ist halt die Britney Spears der Hip-Hop-Welt momentan, so, gefühlt. Alles, was er macht, er kann scheißen und das wird erfolgreich, so. Ja, und das ist, ja, sorry, dass ich das so sagen muss. Das ist so, tatsächlich. Und ich frage mich immer, warum, weil ich finde, so vieles eigentlich dagegen spricht, so aus altmodischer Marketing-Sicht und so. Ja? Also ich finde nicht, dass er ein sonderlich attraktiver Typ ist. Ich finde nicht, dass er sonderlich sich gut präsentieren und reden kann und so. Also alles, was außerhalb dieser Musik stattfindet, finde ich, sind eigentlich gar nicht so optimale Voraussetzungen, um so ein großer Star zu sein. Ja, ja, und was eigentlich mir missfällt, ist halt einfach, viele, also das, was mich halt extrem nervt, ist halt einfach dieser Sprachgebrauch der deutschen Sprache, die ja schon schwierig genug ist zu rappen. Ja. Und dann Worte wie Bumsen, Blasen, Ficken, ich fick deine Mutter und alles Mögliche reinzubringen, einfach nur des Rappens willen. Da muss ich sagen, da sind die Amerikaner uns immer noch voraus. Aber hatten wir das nicht vorher auch? Also so irgendwie, ich meine, ich erinnere mich nur an solche schönen Titel von Be Tight wie Neger Bums mich oder sowas. Ja, ja, aber die Jungs von Und das haben wir auch mitgesungen, ja, irgendwie, um uns irgendwie abzugrenzen und was weiß ich. Also absolut. Ich würde das immer nicht so schlimm sehen, weil am Ende
Ende des Tages habe ich auch ein gutes Abi gemacht und studiert. So, also aus mir ist noch was geworden irgendwie trotz allem. Ja und nein. Also ja, die haben es früher auch schon gemacht. Definitiv. Aber die Art und Weise, wie ein Sido und ein Arschfick-Song da rausgekommen ist, ist immer noch eine andere Hausnummer. Weil die Art, wie sie gerappt haben, eher sarkastisch war. Es war nie ernst gemeint. Das ist ein großer Unterschied. Und das ist heute ja, ein ganz anderes. Heute ist der Punkt, wo die Leute extrem, extrem das ernst meinen. Ich fick dich, meint er. Der meint es auch so. Ja, dann ist das halt so. Und das kann ist aber, was wirklich kann. Ja, also so ein so Mero und sonst was, das sind ja alle so Pommesärmchen. Ne? Ja, das ist der Punkt. Und da kommen wir zurück wiederum. Der Rücken von den Jungs ist halt sehr groß und sehr stark und sehr stabil und ein wenig kriminell. Und da muss ich sagen, da hat sich Deutschrap komplett verändert. Klar, jetzt wird der eine oder andere sagen, es war in den US-amerikanischen Zeiten, ja, es waren auch Drogendealer, die Labels gegründet haben. Aber die haben dann ihre Labels gegründet, damit sie halt nicht scheiße dealen können, sondern die haben sich dann irgendwann mal professionalisiert und haben sich dann wirklich dann nur noch um die Musik gekümmert. Also wenn du weißt, wie Jay-Z groß geworden ist und was Jay-Z heute ist, der hat mit Drogen nichts mehr am Hut. Der ist Milliardär durch die Musik geworden. Und da fehlt es mir in Deutschland ein bisschen. Da habe ich mal das Gefühl, da arbeiten die nur für irgendjemanden, aber nicht dafür, dass sie wirklich sich musikalisch nach vorne entwickeln. Xatar ist da ein positives Beispiel, der mit Alles oder Nichts wirklich diesen Weg geht. Du merkst, der Junge will mit der Musik sein Leben verändern, er will wirklich etwas, auch was reißen, weil er halt auch von der gleichen Generation kommt, wir beide halt. Ne? Aber ansonsten ist es halt so extrem, extrem. Ich habe Probleme, diese Musik zu hören. Ja? Also ich würde mir wünschen, weniger Loredanas, vielleicht mehr Meros zu haben. Weil Mero ist auch einer, der kommt vom Label, wo du weißt, da wird auch ihm beigebracht, ein bisschen zu rappen. Du hast das Gefühl, der Junge, da könnte was mehr werden. Schlecht. Also ich finde, er ist wirklich besser, als sein Ruf bei vielen Älteren ist. Ja, also ist ja immer so ein bisschen verschrien, so der Teenie-Rapper und sowas und keine Ahnung, keiner nimmt es wirklich ernst. Aber als ich den live gesehen habe, muss ich sagen, also wirklich, also es gibt so viele Rapper, die sich live so abartig beschissen anhören, ja. Und der Junge war wirklich gut. Ja, weil er auch wenig Autotune hat. Also der ist ein Rapper. Der kann rappen. Ne? Klar, die Raps sind manchmal so ein bisschen lustig. Er ist unglaublich jung. Du musst mal überlegen, irgendwie, was da noch für eine Entwicklungskurve theoretisch kommen kann. Ja? Ich hoffe es. Also ich höre mir auch immer, Ballerlos immer noch der Rap-Song des Jahres für mich, immer noch. Auch selbst 2020. Ja, ja, also, ja, und ich meine, wie gesagt, ich hoffe dem Jungen, dass er auf jeden Fall... Aber wo Hype ist, ist halt auch immer ein bisschen Hate, ne? Also ja, safe, natürlich. Hype, ne, klar. Aber wie gesagt, die einzige Sorge, die ich wirklich habe, ist halt die deutsche Sprache, die dort da richtig verhunzt wird. Ich meine, ich will jetzt hier nicht den deutschen Meme, aber es ist halt einfach... Das wäre auch wenn meine Aufgabe, ja, irgendwie. Ja. Ich bin hier blonde Deutsche. Blonde Deutsche, ja. Also wenn irgendjemand in den Kommentaren irgendwelche rechten Kommentare, hey, verpisst euch, wollen wir ihn nicht haben, so nebenbei nur. Nein, aber es ist halt so, dass ich halt die ganzen Kanaks sowieso die Rap-Szene übernommen hat, davon ab, also ich überlege gerade, es gibt Materia als Deutschrapper? Bowser. Aber Bowser rappt Kanak-Style so. Und dann gibt es Contra K, auch Kanak-Style. Ich will so Deutsch-Deutsch-Rapper, ich rede wirklich einer, der, wo du weißt, okay, also Rin meinst du? Crow. Ach, Crow ist einer. Crow ist auf jeden Fall Deutschrap-Rapper. Aber das sind halt so Kasper. Sachen. Der zählt nicht, der ist schon weg. Er ist Kasper, ey. Er ist Kasper der Theater. Ey. Man kann Hackmack machen hier. Was soll denn das? Ja. Nein, aber es ist halt so. Und auch da, wie du schon sagtest auch vorhin, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, ne? Zwischen Kanak-Rapper, Straßenrapper und dann noch die Materias und dann noch so, keine Ahnung, so Pseudo-Möchtegern-Conscious-Rapper. Materia ist so ein Festival-Rapper. Das ist für mich so Sparte-Festival-Rapper. So. Das kommt gut an und so und das finden die Leute auch cool und manchmal hat er ja auch ganz coole irgendwie Zusammenarbeiten und sowas, ja, aber am Ende des Tages ist er für mich so ein Festival-Rapper. Das ist so der klassische Rapper, auf den auch die Allmanns stehen. Ja, aber die stehen nicht auf Flair. Dabei ist Patrick ein sehr deutscher Name. Jo, der Typ ist so deutsch, aber der hat nur Kanaks um sich herum. Er ist dem deutschen Festivalvolk nicht intellektuell genug. Ja, warum auch? Ey, den seine Interviews. Ey, das ist einfach, ich meine, ich versuche immer, wenn er Interviews gibt. Das ist übrigens der Grund, glaube ich, warum sich viele sehr, sehr deutsche
Festivalbesuche. Nicht, obwohl das immer stärker kommt, also ich kenne auch immer mehr so diese klassischen Akademiker an Sophies und Alexanders irgendwie, die plötzlich Capri hören oder sowas, ja, also es ist so ganz witzig eigentlich, die Entwicklung, aber so bis vor kurzem war das noch so, dass einem das halt einfach dieser Kenneck-Rap so irgendwie einem zu asozial war, ja, also man noch eine Tiefgang. Und jetzt kommt, und jetzt habe ich das Gefühl, das hast du mir auch erzählt, dass die Dirtis und die Wiebkes auch Mero hören können, ja. Ja. Und sich das auch richtig geben, so. Ja? Guckst du den Club an, so, hey, was macht denn Dirty hier, ey? Ja? Was macht Dirty? Warum geht sie auf Mero ab, ey? Was ist da los? Ja, ist warum rappt sie Loredana damit? Ja, das ist, ja, aber ich glaube. Also, das finde ich aber sehr cool, dass es mal so umgekehrt ist, dass quasi die Subkultur irgendwie dem Mainstream ihren Stempel aufdrückt. Ne? Ja, absolut. Also das quasi definitiv selbst zum Mainstream wird irgendwie so ein Stück weit, ne? Dass man gar nicht so richtig drumherum kommt, in einer gewissen Altersklasse sich damit auseinanderzusetzen oder das vielleicht auch ein Stück weit vielleicht heimlich auch abzufeiern. Ja. Ja. Aber was ich dich fragen wollte... Cool, ich finde es auch cool, dass der Deutschrap migrantisch geprägt ist und so. Also für mich muss das gar nicht so eine rein deutsche Angelegenheit sein. Ich liebe diese unterschiedlichen Einflüsse so. Mich stört halt auch nur am Ende des Tages halt eben dieser Anspruch, so irgendwie auch sprachlich gesehen, ne? dass ich mir wünschen würde, dass da wirklich ein bisschen mehr Sprachkunst auch betrieben wird. Aber Sprachkunst erfordert natürlich wieder so ein ja, gewisses künstlerisches Talent, vielleicht eine gewisse Intellektualität. Und das ist eben wieder der Grund, da sind wir wieder bei Shindy, warum ich Shindy cool finde. Weil das, ja klar, das ist auch inspiriert von anderen, von sonst wann, müssen wir nicht drüber reden so. Aber Shindy geht sehr, sehr künstlerisch und sehr kreativ mit Sprache um. Und das finde ich cool.